So, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Forever Skies. Tag Nummer 6 haben wir schon. Ja, ich bin da, ich bin wieder am Start. Wir wollten, ich glaube, wo wollten wir denn hin? Was war der Plan? Was war der Plan? Ich glaube, wir wollten dahin. Ich gucke gerade, ob irgendwo nochmal so ein Double-Leuchten ist. Nein, gar nicht wahr. Ich weiß wer, wo wir hin wollen. Entschuldigung. Sorry, sorry, sorry. Ich weiß schon. Die Dinger laufen. Gut, sauber. So, wir müssen jetzt. Pass mal auf. Ich hätte das mir doch vielleicht ein bisschen... Nee, warte mal. Ich kann ja so rüber gucken. Oh, das geht ja ganz gut. Wir wollten zum Fragezeichen zuerst, ne? Wieso ist der Motor beschädigt? Wer hat den Motor beschädigt? So müsste die Richtung... Warte, ich drehe nur eben kurz ein, damit wir... So. Und jetzt einmal sperren und dann gucke ich mir mal an, was der Motor denn für Schmerzen hat. So, nehme ich mir mal einen Flicken mit. Ich glaube, wir reparieren nämlich auch damit die... die Motoren. So. Motor beschädigt, aber es ist nichts. Das ist ja komisch. Ich glaube, ich muss gleich den PC einmal neu starten. Irgendwie läuft das heute noch schlechter als sonst. Der Kraftstoff, okay, das verstehe ich. Kraftstoff ist aufgebraucht in einem der Motoren. Der sagt mir noch nicht mal, welchen der Geizige. Das ist natürlich nicht so schön, aber wir haben ja noch Kraftstoff. Und zwar haben wir einmal diesen Helium-Kraftstoff und noch einmal den synthetischen. 10 Mal nur noch? Okay, ist ja egal. Wahrscheinlich wirst du leer sein. Fast. 26 drin. Du bist leer. So. Der hat aber jetzt direkt schon gezogen, ne? Alright, wir sind jetzt gleich beim Fragezeichen. Wir sind jetzt gleich angekommen. Oh. Hey, mach das nicht nochmal. Das war unfair. So, ich würde mal einmal ganz kurz Sperre raus. Mich so hin positionieren. Dann können wir das mal eben absorbieren. Glas, genau. Glas brauchen wir unbedingt. Nice. Schönes Ding. Metalle haben wir ordentlich. Glas voll wenig. Es gab noch den Scanner. Den muss ich mir noch herstellen. Dafür brauchte ich aber nochmal irgendwie ein extra Teil, glaube ich. Ne? Muss ich gleich nochmal einmal ganz kurz gucken, was genau ich da brauche. So, da ist auch noch irgendwo was. Glas, sauber. Ja, warte. Dich kriege ich auch noch. Ich glaube, da wird es ein bisschen schwierig. Da wird es nicht mehr klappen. So, und dann haben wir hier nochmal etwas. Ein Sturm zieht auf. Wir müssen schnell landen. Alright, komm. Auf geht's, ab geht's. Wir gehen runter. Wie gehe ich denn nochmal runter? So gehe ich runter, gut. Alright. Ist doch die Position jetzt, ne? Ja, das ist die Position, super. Da bin ich doch mal gespannt, was Fragezeichen bedeutet. Ob das überhaupt irgendwas Spezielles bedeutet oder... Ob, ja. Unerforschtes Gebiet, vorläufige Analyse gestartet. Okay, dann mach du mal. Und? Aha, so schalten wir neue Sachen frei. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut zu wissen. Okay, ich brauche auf jeden Fall noch Wasser, sehe ich gerade. Aber das Gute ist... Nee, warte mal. Ah, jetzt habe ich Schmutzwasser schon gesammelt, weil wir haben hier nochmal abgefülltes Wasser. Wir haben hier eine gekochte, fette Staubmotte, die ziehe ich mir mal eben ganz kurz rein. Dieses verdammte Ding, das geht mir so auf den Nerven, ne? Pack das doch mal weg.
Nach unten. Ich komme da nie nach unten. So, die Teile sehen auch nicht mehr so gut aus, der Scanner und so weiter, ne? Wir brauchen eine Batterie. Oh oh. Habe ich noch eine Batterie zufällig? Ja, natürlich haben wir noch eine Batterie am Start. Aber heute ist aber auch alles, ne? Batterien hier, Batterien da. Dies hier, das da. Also, Polymer brauchen wir, Energiekristall, Kreuzblume, die haben wir schon gesehen. Und Hummer-Chili haben wir noch nicht gesehen. Biomasse. Da ist die Vergrößerung, da brauche ich allerdings nochmal Helium. Kann ich den Apparillo auch ausschalten so lange? Nee. Also nicht, dass ich das jetzt richtig sehe. Okay, das ist blöd. Haben wir hier noch Wasser drin? Wir haben hier noch ein Wasser, das nehme ich mir mal eben ganz kurz mit und trinke das. So, hier haben wir nochmal Schmutzwasser. Das Schmutzwasser fülle ich jetzt einmal... So, komplett... cool. Und dann hier rein. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es doch. Alright, einmal gucken. Ich bin ziemlich voll, deswegen packe ich mal eben ganz kurz ein, zwei Sachen nochmal rüber. Und zwar Metall, Metall und die elektrischen Elemente und das nicht, weil ist voll. Ich brauche unbedingt größere Kisten. So, Scanner wird ausgerüstet und dann wird mal ordentlich gescannt, wenn wir neue Sachen hier haben. Ich bin gespannt. Da haben wir eine Blume oder so, ne? Plastikmüll nehmen wir mit. Auf jeden Fall. So, ein bisschen Plastikmüll hier und da. Hier geht es sogar nach unten noch. Da ist nichts. Maschinenteile, elektrische Elemente, das kennen wir alle schon. Dafür brauche ich dann den Handscanner. Handextrator, ne? Müsste das sein, glaube ich. So. Naja, Flicken nehme ich jetzt auch mal mit. Hat er gerade irgendwas gehabt? Oder so. Irgendwas ist da. Okay, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Da war jetzt schon wieder was. Egal, 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 egal. Machen das so. Gucken einmal nochmal hier rum, aber ich glaube, da gibt es soweit nichts mehr. Das heißt, wir gehen zu der nächsten Station. Hier. Kommen wir hier rüber? Würden wir, ist mir aber ein bisschen zu riskant. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, so riskant. Ich möchte das nicht nochmal riskant machen. Deswegen gehen wir erstmal hier auf entspannt hin. Und gucken, was hier abgeht, Schönes. Ja, schwierig. Boah, hoffentlich hält das jetzt. Ja. Easy. Puh, Glück gehabt. Gucken, ob wir hier irgendwas Tolles haben. Was Neues? Maschinenteile, Flicken nehmen. Schmeiße ich vielleicht gleich raus, wenn wir irgendwas Tolles finden. Flicken. Dann einfacher Insektenköder nehme ich gerne mit. Oh, oh. Sturm, Sturm, Sturm. Wenn ich nicht bei meinem Dingen bin, ne? Laterne. Oh, ich hätte die scannen sollen. Shit. Kann ich doch bestimmt, oder? Nein, kann ich nur auf... Ja, aber dann kann ich die auf dem Luftschiff scannen. Kriege ich jetzt auch Schaden? Das ist die Frage, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht. Testen wir einfach mal. Hier haben wir noch eine Blume. Nimm mit. Stürmisch. Bitte nicht aggressiv auf mein Luftschiff knallen. Was haben wir denn hier? Das ist auch so etwas, ne? Das ist auch so ein altes Luftschiff. Hoffentlich ist es nicht mein Luftschiff. Kaputter Hängeschrank. Kann ich aber auch nichts sonst mitmachen, ne? Irgendwie reingucken oder so, ist nur kaputter. Ein kaputter Hängeschrank. Aber vielleicht haben wir dann bald heile Hängeschränke, mein Gott. Henkeschränke. Henkeschränke. Bald heile Henkeschränke gibt es. So, wir müssen ganz nach oben bei Sturm. Das ist ganz wichtig immer. Ne? Da kriege ich nämlich nochmal eine Batterie raus. Ja, ich kriege Schaden, ne?
Eine Festkörperbatterie. Wie sieht's aus mit Trinken? Ja, ich kann sogar noch mal einmal füllen. Sauber. Okay, dann würde ich sagen, schnell zum Luftschiff. Gibt es Sturmabwehr vielleicht auch? Sturmabwehr oder so auch noch? Das wäre ganz gut, ne? Junge, 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 das schlägt aber hier ein, du. Wichtig wäre mir wirklich... Da war ich schon drin, ne? Oder? Ne, da ist doch was drin. Risiko. Geil. Synthetischer Kraftstoff. Okay, geil. Scheiße, ey, hier gibt's ja richtig viel. Das hat sich ja richtig gelohnt, hier hinzufliegen. Ach, scheiß Flicken, du. Das könnte ich sofort einmal trinken. Habe ich auch wieder ein bisschen Wasser-Intus. Ja, das sagt sie schon seit 3 Tagen oder so, gefühlt. Aber das Gute ist, wir haben auch direkt dann wieder Kraftstoff zum Abhauen. Oh, nochmal ein Flicken. Aber obwohl Flicken... Doch, die kann ich herstellen. Ich meine, die könnte ich herstellen auch. Was ist das denn? Light Zeppelin nehmen? Ach, das ist so ein Deko-Objekt, ne? Inventar ist full. Oh, schmeißen Flicken weg. Wie kriege ich einen Flicken weg? Warte, wir gucken. Bewegen. Nimm das doch mal weg hier. Fallen lassen. So. Zeppelin rein. Sauber. Aber da gibt es ja noch einen Raum leider. Also nochmal so ein Gebäude. Der Sturm könnte jetzt auch mal langsam sicher aufhören, ne? Ach, du kannst nur einen Sonnenblumen-Dingsbums da mit reinnehmen. Das ist aber schade. Muss doch auch irgendwie noch eine bessere Möglichkeit geben, an Glas ranzukommen. Ja, Inventar full. Flicken, Flicken, Maschinenteile. Kraftstoff, elektrische Teile bin ich jetzt erstmal voll. Maschinenteile aber allerdings noch nicht, Gott sei Dank. Also lohnt sich auch nach oben mal zu gucken, wa? Und synthetischer Kraftstoff nehme ich auch nochmal mit. Dann habe ich da direkt für die nächste Tour alles, glaube ich, am Start. Hydration level is decreasing. Ja, ja, mein Reden. So, Flicken rüste ich aus, denn ich glaube, ich muss mein Bötchen ein bisschen reparieren. Wenn ich jemals wieder dahin komme. Da ist es. Supi. Supi. Bötchen, ich bin da, du. Ich bin da. So, die hat 80%. Repariere ich direkt mal einmal. So, und das war's dann auch schon mit den Flicken, ne? So, Kondensator kann ich direkt drauf hinzufügen. Dann habe ich das schon mal wieder gespart. Ich muss unbedingt Glas haben. Glaswände. Wäre schon ein Träumchen, ne? Wäre schon ein Träumchen. Hängeregal. Plastikmüll und Metalle dafür. Nehme ich auf jeden Fall mit. Ich weiß nicht, wie viel wir da reinkriegen, aber vielleicht kriegen wir ein bisschen was rein, ne? Das wäre schon mal sehr, sehr schön. Dann haben wir noch eine wunderbare Laterne. Die können wir nicht da draufstellen. Schade. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber die könnte ich vielleicht hier hinpacken. Und einmal scannen. Ne, das geht nicht. Kann ich die denn anmachen? Geile Lampe. Geile Lampe. Lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. So, wir haben... Ah, jetzt kriege ich das schmutzige Wasser ja da nicht rein, ne? Ich brauche unbedingt noch eine Flasche. Ich brauche unbedingt noch eine Flasche. Und ich benötige den, mal gucken, warte, ich muss erstmal gucken, ob ich den finde. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie er heißt. Da sind die Hängeschränke, was brauche ich dafür? Metall habe ich aber noch im, in der Kiste. Eine Leiterplatine könnte ich so herstellen. Aber da brauche ich eine Menge Plastikmüll. Okay, kann ich gar noch gar nicht... Habe ich das noch gar nicht erforscht? Nee, habe ich noch gar nicht erforscht. Ach, dafür brauche ich auch die Kristalle. Okay, nee, schon gut, schon gut, schon gut. Aber ich nehme mir mal Metalle nochmal mit. Denn dann kann ich den Hängeschrank ausprobieren.
So wie beim Auto, weißt du? Oh, ist ganz schön weit weg. Das blockiert. Nee, das ist scheiße, wenn das blockiert. Dann nehmen wir das zum Einschlafen. Ja, perfekt. Passt perfekt. Auch überhaupt nicht perfekt. Noch nicht mal annähernd perfekt. Eieiei. Hier ist das Bett. So, dann müsste das hier hinkommen. So. Ja, jetzt ist es auf der falschen Seite. Leck mich doch. Das gibt's doch nicht. So, nochmal. So. Ja, egal. Ich muss ja auch gucken. Wenn ich so liege, ne, dann sehe ich das, dass er da in die Richtung fährt. Was ist mit dem Ding denn los? Warum sieht das denn so fertig aus? Ist es kaputt? Ist es kaputt? Oder what happening? So, pass mal auf. Ne, es sieht einfach nur so blöd aus, oder was? Das ist ja schlecht. So, braucht keine Reparatur. Wie sieht der Motor aus? Braucht keine Reparatur. Braucht auch keine. Haben wir auch erst. Wie siehst du aus? Benötigt keine Reparatur. 95. 80% gesund, nicht, dass mir das da irgendwann mal runterkracht und ich dann nichts mehr habe. Das wäre ganz, ganz schlecht. So, ich würde sagen, wir sind jetzt erst einmal... Was war das denn nochmal? Ach, das ist das Bauding, genau. Wir sind jetzt erstmal hier einmal ready und fliegen zu dem nächsten hierhin und dann weiter hierhin, ne? Oder sollte ich erst hierhin? Ist ja eigentlich egal, ne? Ist eigentlich egal. Wir fliegen los in diese Richtung. Ah, das kommt. Ich hoffe, ich bin drüber. Obwohl, wir fliegen erstmal das zu dem Ding hier. Das leuchtet nämlich auch noch. Dann kann ich mir da auch direkt eine Batterie wegstecken, ne? Sinkflug. Wenn ich das Ding hierhin platziere, müsste ich auch absorbieren können. Wir müssen ja jetzt nicht komplett... Hey, warte mal, der... Oh. Du bist kritisch, ehrlich. So, einen Hängeschrank nochmal hierhin platzieren, dann ist es auch schön gemütlich. Platziere den mal hierhin, dann können wir da noch einen hinpacken. Oh ja, viel besser als Zitronen. Nicey nice. So, das würde bedeuten, wir könnten die Melone, pass mal auf, die Melone packen wir direkt einmal hier rein. Plus das Wasser. Und einmal auch kochen. So, dann gib mir mal die Batterien, die sind nämlich ganz wichtig. Damit läuft hier eigentlich alles, ne? So, dann kannst du nochmal einen Hängeschrank packen, machen. Ist gut mit dem Hängeschrank. Aber was ist mit dem Ding los? Das sieht doch kaputt aus. Das sieht doch nicht aus wie eine Wand. Aus was soll die Wand sein? Das ist ja voll schlecht. Das gefällt mir ja gar nicht. Dann nächste Etage wird dann auch gut werden. So. So passt das doch. Da können wir dann einmal die synthetischen Materialien erstmal einmal hinpacken. Und die mit... Ne, hier die Maschinenteile. Hoffentlich greift er darauf zu. Ne, macht er nicht. Deswegen funktioniert das nämlich gerade nicht. Aber jetzt bin ich erstmal schön leer. Das heißt, wir können die Essen einmal... Ah, ich würde mich erstmal hinlegen. Erstmal legen wir uns hin, auf ganz entspannt. Damit wir wieder ein bisschen Power reinkriegen, ne? Bisschen fitter dann wieder sind. Super.